Gut, das heißt, bevor ich jetzt auf den Gesetzentwurf eingehe, in Hessen habe ich mich schon allein deswegen engagiert, weil ich vom Landtag angefragt wurde, als Gutachter zu fungieren zu diesem Gesetz, was ich dann auch gerne gemacht habe, weil es sich wirklich gelohnt hat, sich mit diesem Gesetz auseinanderzusetzen, und zwar kritisch auseinanderzusetzen, weil es ist meines Erachtens unsäglich, was da drin steht. Und das würde ich jetzt ausführen. Richtig? Ich gehe vielleicht am Pult, dann liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, nun die schwarz-grüne Gesetzesinitiative zur Novellierung des hessischen Verfassungsschutzes und auch des Polizeigesetzes enthält meines Erachtens eine gefährliche Ansammlung gravierender Überwachungsermächtigungen, die tief in Grundrechte eingreifen und den demokratischen Rechtsstaat bedrohen. Ich möchte einen Überblick geben über die schlimmsten Regelungen. Erstens, der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz soll ganz legal vorbestrafte V-Leute rekrutieren und kriminell geordnete Verfassungsschutzmitarbeiter und Mitarbeiterinnen einsetzen und abschöpfen können. Das tut er zwar heute schon, wie die Praxis immer wieder zeigt. Neu aber ist, dass dies erstmals gesetzlich abgesichert werden soll. Zweitens, selbst Daten über Minderjährige unter 14 Jahren, also von Kindern, sollen in Dateien und Akten des Verfassungsschutzes erfasst und gespeichert werden dürfen. Nun, diese frühzeitige, ja, wie kann man sagen, geheimdienstliche Stigmatisierung kann fatale Folgen für die weitere Entwicklung der Betroffenen haben, so etwa bei späterer Berufswahl, Lehrstellen oder Jobsuche. Drittens, der Verfassungsschutz soll ermächtigt werden, personenbezogene Überwachungsdaten an öffentliche Stellen zu übermitteln, und zwar, so wörtlich, zur Überprüfung der Verfassungstreue von Personen, die sich um Einstellung in den öffentlichen Dienst bewerben. Das erinnert fatal an Gesinnungsschnüffelei und die menschenrechtswidrige Berufsverbotepraxis früherer Zeiten. Auch Organisationen und künftige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen staatlich geförderter Demokratie- und Präventionsprojekte, etwa gegen Rechtsextremismus oder Salafismus, drohen anlasslose geheimdienstliche Überprüfungen, womit sie letzten Endes pauschal zu Sicherheitsrisiken erklärt und unter Generalverdacht gestellt werden. Viertens, Spionageprogramme, also sogenannte Staatstrojaner, sollen künftig über gefundene oder aber aufgekaufte Sicherheitslücken in Computern oder Smartphones Verdächtigter eingeschleust werden können, um sie präventiv per Online-Durchsuchung oder Quellentelekommunikationsüberwachung umfassend austauschen zu können. Und fünftens, jetzt komme ich zur Polizei, die Polizei Hessens soll künftig unter anderem dazu ermächtigt werden, sogenannte Gefährder vorsorglich in elektronische Fußfesseln zu legen, um ihren Aufenthalt, ihre Bewegungen und Kontakte über Wochen und Monate lückenlos kontrollieren zu können. Das sind Menschen, bei den Gefährdern handelt es sich um Menschen, die keine Straftaten begangen haben, sondern denen die Polizei aufgrund bestimmter Anhaltspunkte künftige Straftaten zutraut. Ja, der hessische, also das war jetzt mal so ein erster Überblick, der hessische Gesetzentwurf reiht sich mit besonders prekären Regelungen ein in eine bundesweite Entwicklung, Franz Josef hat es schon kurz erwähnt, mit der Grund- und Freiheitsrechte abermals massiv eingeschränkt werden, um vermeintlich mehr Sicherheit zu erreichen. Dass hierfür auch eine grüne Fraktion mitverantwortlich zeichnet, irritiert zunächst, zumal sich diese Partei selbst immer noch als Bürgerrechtspartei versteht. Insgesamt gesehen handelt es sich um einen weiteren verfassungsrechtlich hochproblematischen Schritt, man kann sagen, in Richtung präventiv autoritärer Sicherheitsstaat.
der übrigens seit 9/11 im Zuge einer jahrelangen ausufernden Sicherheits- und Antiterrorpolitik längst schon bedrohliche Konturen angenommen hat. Ja, und ursprünglich sollten ja die Verfassungsschutzgesetze in Bund und Ländern novelliert werden, um überfällige Konsequenzen zu ziehen aus den zahlreichen Missständen, Pannen und auch Skandalen im Zusammenhang mit der NSU-Mordserie und der NSA-Massenüberwachung. Primäre Ziele müssten eigentlich demnach sein, den Verfassungsschutz und seine Befugnisse wirksam rechtsstaatlich zu zähmen und auch die Kontrolle über ihn erheblich zu stärken. Doch stattdessen erhalten ausgerechnet diese Inlandsgeheimdienste des Bundes und der Länder, ja, man kann sagen oder man muss sagen, geschichtsvergessen, wieder unverdienten Auftrieb, werden abermals aufgerüstet, massenüberwachungstauglicher gemacht, anstatt die Bevölkerung endlich vor ihren Machenschaften und Skandalen wirksam zu schützen. Das heißt, der Verfassungsschutz geht gestärkt aus dem Desaster und seiner Skandalgeschichte hervor. So, ich möchte im Folgenden zwei Schwerpunkte nur herausgreifen aus dem hessischen Verfassungsschutzgesetzentwurf. Und zwar erstens zum V-Note-System. Ausdrücklich wird in dem Gesetzentwurf der planmäßige und systematische Einsatz von Vertrauensleuten als ein unverzichtbares Mittel bezeichnet. Also ist der Routineeinsatz von V-Personen weiterhin vorprogrammiert, und zwar trotz der negativen Erfahrungen mit den teils kriminellen, unkontrollierbaren und ineffizienten V-Leute-Systemen. Zwar sollen künftig begrenzende Regelungen greifen, das immerhin, so soll ihr Einsatz nur zulässig sein, wenn sie weder zur Gründung verfassungsfeindlicher Bestrebungen noch zur Steuerung und Einflussnahme auf solche Bestrebungen eingesetzt werden, wenn sie voll geschäftsfähig sind, wenn die V-Leute von Spitzelhonoraren nicht auf Dauer als alleinige Lebensgrundlage abhängen und nicht an Aussteigerprogrammen teilnehmen. Das sind die einschränkenden Bedingungen. Eigentlich Selbstverständlichkeiten und vollkommen ungenügend in der Restriktion, aber danach kommt es dann ziemlich dicke. Zwar dürfen Parlamentsmitglieder oder deren Mitarbeiter ausdrücklich nicht als V-Leute angeworben und eingesetzt werden. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, andere Berufsgeheimnisträger, wie etwa Pastoren, Ärzte, Anwälte oder Journalisten, die dürfen demnach als V-Personen angeheuert und V-Leute dürfen auch in deren beruflichen Umfeld eingesetzt werden. Dass solche Vertrauensverhältnisse und Berufsgeheimnisträger nicht vor geheimdienstlicher Instrumentalisierung und Ausforschung geschützt werden und damit auch nicht ihre Mandanten, ihre Patienten oder Informanten, ist meines Erachtens mit nichts zu rechtfertigen und schlichtweg indiskutabel. Denn das schafft Vertrauensverhältnisse erster und dritter Klasse und schadet dem zu schützenden Vertrauen in die Verschiedenheit solcher Vertrauensberufe und Personen. Darüber hinaus soll sich der hessische Verfassungsschutz nun vollkommen legal vorbestrafter und kriminell gewordener V-Leute und Geheimagenten bedienen dürfen und sie, und das erstmals gesetzlich geregelt, dem polizeilichen und justiziellen Zugriff entziehen können, um sie eben dann weiter einsetzen und abschöpfen zu können, anstatt sie, was eigentlich nötig wäre, sie unverzüglich abzuschaffen. Selbst Straftaten von erheblicher Bedeutung oder Verbrechen gar, wie etwa Mitgliedschaft in einer sogenannten terroristischen Vereinigung, sind nicht tabu. Nun, ich halte diese V-Leute-Regelung für einen rechtsstaatwidrigen Freibrief für kriminelles Handeln in staatlicher Mission, der so nicht gesetzt werden darf. Denn damit würden die bisherigen Skandale praktisch
faktisch legalisiert und mit ihnen die obszönen Verflechtungen des Verfassungsschutzes in rassistische, in kriminelle und gewalttätige Neonazi-Szenen. Ich komme zum zweiten Schwerpunkt, nämlich die parlamentarische Kontrolle. Der Gesetzentwurf zeigt zwar ein paar Ansätze für eine verbesserte Kontrolle des Verfassungsschutzes, bleibt aber auf halbem Wege stecken. So sollen etwa die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission per Mehrheitsentscheidung gewählt werden. Das bedeutet aber, die Regierungsmehrheit könnte überproportional dominieren, die Opposition hätte das Nachsehen. Ausgerechnet bei der so wichtigen Kontrolle geheimen Regierungshandelns. Ganz abgesehen nun davon, dass mit dieser Regelung ganze Fraktionen von der Kontrolle völlig ausgeschlossen werden können, eben durch die Mehrheitsentscheidung, und die Mehrheit hat ja in der Regel die Regierung. Nun, die Beratungen der Parlamentarischen Kontrollkommission sollen auch künftig ohne jede Ausnahme absolut geheim ablaufen. Obwohl eine solch strikte Regelung wegen des demokratischen Transparenzgebots nicht sachgemäß und wenig demokratisch ist. Das ist selbst auf Bundesebene und in einigen anderen Bundesländern wesentlich flexibler gestaltet, denn da gibt es wenigstens Ausnahmen von dieser absoluten Geheimhaltung. Kontrollrechte, wie etwa Akteneinsicht, soll jedes Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission aktivieren können. Dieses Minderheitenrecht ist uneingeschränkt zu begrüßen, weil ansonsten die Regierungsmehrheit jede aktive Kontrolle verhindern wird. So ist jedem Kommissionsmitglied Akten- und Dateneinsicht zu gewähren im Verfassungsschutz. Was jedoch fehlt, ist der jederzeitige unangemeldete Zutritt zu den Dienststellen des Verfassungsschutzes, die Befragung von Verfassungsschutzangehörigen und das Recht von Verfassungsschutzbeschäftigten, in dienstlichen Angelegenheiten Eingaben bitten und Beschwerden direkt an die Kontrollkommission oder einzelne Mitglieder zu richten. Was ohne Einhaltung des Dienstweges, unter Zusicherung der Vertraulichkeit und ohne Nachteile befürchten zu müssen, ermöglicht werden müsste. Ja, grundsätzlich möchte ich zur Kontrolle von Geheimdiensten noch anmerken, aktive Kontrollrechte und sonstige Kontrollverbesserungen sind zwar als Schritte in die richtige Richtung grundsätzlich zu fordern und auch zu begrüßen, aber letzten Endes wird auch damit keine demokratische Vollkontrolle erreichbar sein, denn ein transparenter, vollkontrollierbarer Geheimdienst ist und bleibt ein Widerspruch in sich. Alle Reformen bleiben also untauglich, wenn sie sich nicht an die problematischen Geheimstrukturen und eine Entgeheimdienstlichung des Verfassungsschutzes wagen. Denn diese Geheimstrukturen neigen auch in Demokratien zu Verselbstständigung, zu Skandalen und Machtmissbrauch, widersprechen grundsätzlich dem Demokratiegebot, zumal sie sich der öffentlichen und parlamentarischen Kontrolle weitgehend zumindest entziehen. Das Verdunkelungssystem um den Geheimdienst herum frisst sich praktisch weit hinein in Justiz und Parlamente, die den Verfassungsschutz ja kontrollieren sollen, aber zumeist daran scheitern. Die reguläre parlamentarische Kontrolle, die findet, wie wir gesehen haben, im Geheimen statt und ist damit wenig demokratisch. Und Gerichtsverfahren, in denen etwa V-Leute eine Rolle spielen, die werden tendenziell zu Geheimverfahren, in denen dann Akten manipuliert und Geschwärztzeugen gesperrt oder nur mit einer beschränkten Aussagegenehmigung auftreten dürfen. Eine solche Verdunkelungsstrategie widerspricht demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien. Ja, und damit komme ich zum Schluss. Der Gesetzentwurf wird weder den eklatanten Mängeln und den Fassaden der Verfassungsschutzbehörden gerecht, noch der Dimension der Fehlentwicklungs- und Skandalgeschehen rund um die NSU-Mordserie, rund um die NSA-Massenüberwachung
und die Vertuschungsmanöver des Verfassungsschutzes. Im Gegenteil. Bisherige Skandale und illegale Praktiken, die werden letztlich in Gesetzesform gegossen und legalisiert. Dieser Gesetzentwurf darf meines Erachtens so nicht Gesetz werden. Denn es würde Demokratie, Rechtsstaat und Grundrechte massiv schädigen. Es ist der falsche Weg, den demokratisch kaum kontrollierbaren Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz mit seiner erschreckenden Skandalgeschichte noch mehr aufzurüsten und ihn mit noch mehr grundrechtsschädigen Überwachungsbefugnissen auszustatten, anstatt ihn endlich rechtsstaatlich zu zähmen oder aber als Geheimdienst sozial verträglich aufzulösen. Und ich denke, hier kann ich aufhören, weil wir möglicherweise gerade über solche Fragen nachher noch diskutieren können. Damit vielen Dank.